Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Let's Play Rome 2 Total War mit dem Königreich Epirus. Mein Name ist Blackfish Tully und wir sind ja hier mitten in einem schönen kleinen Krieg gegen Libyen, Karthago und die Etruskische Liga, die ich hier etwas voreilig angreifen will. Mir ist aufgefallen, dass wir wenig Kaff haben momentan. Darum kaufe ich nochmal zweimal Söldnerkaff, bis wir nach Alalia übergesetzt haben. Ich weiß nicht, was der Agent hier kann. Und ja, ich habe hier vorhin gerade noch den Bau wieder Es ist abgebrochen. eine Das Ehre lohnt zu sich dienen. gerade nicht. Kommandant? Hier erlassen wir jetzt den Parlament-Kirkensis-Erlass Ich und habe eure dann Befehle. dürften die mutigen Gefährten auch bald übersetzen. Eure Befehle. Spätestens, wenn Ich die erwarte Boten eure des Befehle. Glaukos hier rüber sind und wir was gegen die karthagischen Flotten machen können. Egal, neues Spiel, neues Glück. Ich beende die Runde und wir schauen einfach mal, was passiert. Ich war leider in den letzten Parts etwas schweigsam. Darum wollte ich heute einfach mal ein bisschen reden, so über Karthago und Rom und Epirus Lasst uns und diese Sache wie zivilisierte Männer besprechen und erkennen, dass einfach ein mal ein Bündnis von bisschen, Nutzen wäre. ja, ein bisschen was erzählen. Wir machen uns gerade ein paar Freunde in der Welt. So, da oben ist ein Agent. Wir sehen es hier leider nur so ganz schwach in der Ecke. Die Frage ist, war er erfolgreich? Nein, war er nicht. Das ist einfach cool. Wir werden die Schlacht natürlich spielen. Es wird wahrscheinlich eine sehr interessante Schlacht. Er hat keinen einzigen Fernkämpfer dabei. Dafür 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Speerkämpfereinheiten. So viele Einheiten haben wir zwar gar nicht, aber egal. Wir können dafür die Fernkämpfer einbringen. Wir haben Piken, wir haben Kavallerie. Es wird von entscheidender Bedeutung sein, die italische Adelskaff hier möglichst zeitnah auszuschalten, am besten ohne dass er sie wirklich einbringen kann. Wir haben den Vorteil, dass wir verteidigen und ja, ansonsten haben wir auch noch ein paar andere Vorteile. Wir haben Piken, die natürlich sehr schön sind. Wie gesagt, wir haben Fernkämpfer im Vergleich zu dem, dass er überhaupt keine Fernkämpfer hat. Okay. Coole Sache eigentlich mit der Map, so, ja, da hinten ist eigentlich schon die Meerenge. Und auf dem letzten, vom letzten Berg kommend über die Straße von Caralis marschieren hier die epirotischen Truppen, also, ja, einfach schön. Wir kämpfen im Regen, das stört uns nicht. So, die Piken ziehe ich. Ja, ich mach lieber vier rein. Vierer rein, sie möchten, sie sollen ja ein bisschen was reißen. Die Speerträger erstmal davor. Die beiden bitte ohne Plänkelmodus und freies Feuern dahinter. So. Obliten 1, Obliten 2. Also die Obliten sind ja auch das, denke ich mal, schon so den italischen Speerkämpfern überlegen. Überlegen, sage ich schon. Das könnte uns auch sehr zum Vorteil gereichen. Und super. Okay. Ich mache eine ganz kleine Aufnahmeunterbrechung. Den ihr das hier kaum merken werdet. Und dann sehen wir uns. Winzigen. Und da sind wir wieder. Los geht's. Ja, also.
sehr lange Linie. Und die Kraft an der einen Flanke. Aber er lässt sich hier nur. Ne, jetzt genau hier doch. Ich dachte gerade, er lässt die Kraft nur gehen. Wir kommen ihm eine Winzigkeit entgegen. Wie ihr befehlt. So. General. Aus ehrentechnischen Gründen. Ich finde es witzig, dass die die griechischen Soldaten Rom sagen, Rom sagen, Latein sprechen. Andererseits hat mir auch gestern in einem Multiplayer-Gefecht meine karthagische Kaff gesagt, Nahkampf-Kavallerie bereit. Kavallerie vorrücken! Nahkampf-Infanterie. Und da dachte ich mir dann auch nur so, yo, genau. Schnell jetzt. Und, Kavallerie vorrücken. Wie lang ist bitte diese Linie? Italische Kavallerie. Okay, der Plan ist, wir fangen die... Die italische Kap, also die italische Adelskap hier mit den italischen Söldnern und lassen die hellenische hinten rein. Das Manöver machen wir aber lieber weiter hinten. Oh, ey. Es ist einfach eine viel zu lange Linie. Wow, wow. Okay, die müssen hier sterben gehen. Hier bin ich wahrscheinlich gerade frontal in Speere gelaufen, ja. Ziehen wir die Bürger mal raus und die die italische hier, schön. Also das hier dürfte ich ja gewinnen, den Kampf. Hier laufe ich mal kurz rum. Okay, Plan. Hier nehmen die alle aufs, hier nehmen alle den General aufs Korn. Mein Gen Backside charged hier in diesen Nahkampf. Ja, schön. Wir benutzen hier den Amboss. Unser General wird angegriffen. So, wir geben den mal allen schönen Moralmalus. Okay, er schmeißt seine Einheit ziemlich weg. Das gefällt mir natürlich sehr. Denn jetzt können wir hier nicht nur Einheiten töten. Denn wir fahren einfach mal fort. Und versuchen hier noch mal ein paar Gegner mit in den Tod zu nehmen. Ja, und währenddessen erzähle ich einfach mal ein bisschen was. Und zwar eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eher unfreiwillig neulich mir nochmals die Gründungslegende Karthagos schon zu Gemüt geführt und dann hatte ich einfach Bock und habe mich nochmal ein bisschen über karthagische Geschichte im Allgemeinen gebildet. Das ist ja sehr interessant, dass die Karthager, nennen sie ja nicht umsonst Punia,
eben eigentlich Phönizier sind, also Händler aus dem östlichen Mittelmeer. Und die ähnlich wie zum Beispiel Städte wie Massalia kann man damit vergleichen, sich halt als Kolonie gründen, aber unabhängig machen. Also es sollte ursprünglich wahrscheinlich ja, also ein phönizischer Handelsaußenposten bleiben, der sich aber eben sehr schnell durch seine gute Lage auch unabhängig machen konnte, weil er eben wirtschaftlich nicht abhängig war vom Mutterland. Anders als zum Beispiel andere Außensiedlungen größerer Städte, die sich nicht so gelohnt haben, die dann doch noch abhängig waren und wesentlich länger eigentlich an ihren Gründungsstätten hingen. Es ist halt sehr interessant, dass sich die Siedlung Karthago sehr früh gründet und im Gründungsmythos Roms, also in der Aeneis, führt ja auch der gute Aeneas nach Karthago, also es versteckt ihn ja auch nach Karthago, der kommt ja auch überall durch. Und da ist es ja eben so, dass die Königin Dido, die Stadt gründete mit einer List, indem es sie eben, es hieß, sie dürfe sich nur so viel Land nehmen, wie sie mit ein paar Kuhhäuten bedecken könnte. Und anstatt die Kuhhäute auszulegen, hat Dido eben einen Ring oder ein Viereck, glaube ich, aus Kuhhäuten gelegt. So sagt zumindest die Legende. Und das sind dann die Stadtgrenzen gewesen. Sie hat einfach gesagt, okay, das gehört jetzt mir, das ist meine Stadt und ich lasse keinen mehr durch. Weshalb ihr dann de facto auch das Land innen in diesem Viereck gehört hat. Ja, jedenfalls, es verschlägt ja auch Aeneas dahin. Soll Karthago schon eine große Stadt sein. Und wir beenden nur mal kurz das Gefecht. Und noch interessant ist halt eben, dass sich Dido in Aeneas verliebt und ihn gerne da haben wollte, aber Aeneas eben von den Göttern dann gerade als es ihm gut geht, weitergerufen wird. Und interessant hierbei ist dadurch, dass es ja zur Zeit von Augustus geschrieben wird, wie eben die Karthager als dekadente Händler dargestellt werden, die eben einem guten Römer nicht das bieten, was er braucht. Schönes Schlachtergebnis. 81 Mann Verluste. Gut, wenn er die frontal rauflaufen lässt, dann tut mir das leid. Und ja, eben, es ist sehr interessant bei diesen ganzen Mythen und Geschichten, eben auch bei Livius, dass sie eben viel Ich mehr über schlage die einen einfachen Vertrag vor Zeit zwischen gleichgestellten sagen. Freunden. Von diesem Angebot Nee, ich schließe doch kein Bündnis mit einem Sterbenden. Dass sie eben viel mehr über die Zeit sagen, in der sie geschrieben wurden und über das Grundverständnis Ich hoffe, ihr nehmt dieses damals, Geld mit. nein, als über die Zeit, über die sie eigentlich schreiben. Gerade bei Livius ist das doch relativ ein prominentes Stilmittel auch. Also nicht ein Stilmittel, ein prominenter Aspekt des Ganzen. Ja, und wenn die Runde dann vorbei ist. Okay, schade. Muss ich leider eigentlich schon. Ja, können wir machen. Wieder den Part beenden. Pudeva wollten wir noch so ein bisschen wirtschaftlich nutzen. Sieht es hier mit der Kultur aus? Dann bauen wir hier schon mal wieder den Schrein des Hephaistos. Und heuern hier eine Adlige an. Nö. Der passt mir eigentlich hier am Wie besten. kann ich euch dienen? Weil eben auch Kulturkonvertierung hilft. Eigentlich brauche ich das hier mehr. Hier kann ich noch nichts weiterbauen. Und
Was können wir euch noch geben? Eine thessalische Karte. Es ist ein gutes Leben. Und das ist eine gute Frage. Also dadurch, dass die tarantinische Kaff eigentlich im Nahkampf passt, sag ich mal, mit Bürgerkaff aufnehmen kann, sogar höhere Moral. Und so, klar, die Bürgerkaff ist besser. Haben wir hier eigentlich die tarantinische Kaff, vor allem, weil wir mit den drei Schockkaffs hier eigentlich meistens gerade gegen so gegen die meisten Völker erstmal den Kaffkampf haushoch gewinnen. Wir haben zweimal Turias-Speere, das reicht. Die Speerträger, das sind jetzt hier eine Verlegenheitslösung. Die Balliste haben wir für Belagerungen dabei. Königliche Petasten, mehr Piken bringt es eigentlich auch nicht. Wir könnten auch eine Einheit königliche Petasten nehmen, na, dann habe ich gar kein Geld mehr. Ich würde sagen, noch eine Einheit Turias-Speere. So, Ptolemais soll bitte hier weiter konvertieren. Die sind jetzt hier am Ende. Und meine Flotten sollten jetzt bald stark genug sein. Hier weiter zu marschieren. Wir haben hier unten noch eine ausstehende Schlacht, wenn die Kinder des Zeus Lepkis oder Lepkis Magna annehmen. Das sehen wir allerdings erst im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Zuschauen, euer Blackfish Tali.